Ja, schön, dass Sie alle gekommen sind, trotz des kryptischen Titels, was macht ein Elefant im Labor? Also mein Name ist Benedikt, ich arbeite hier im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft als Forschungsprogrammleiter und ich leite das Programm Wissen, Lernen, Innovation. Und ja, wir haben quasi Forschung einerseits im Bereich zur Digitalisierung und Bildung und andererseits Digitalisierung und Wissenschaft. Und ich werde heute ein bisschen was erzählen über diesen zweiten Teil. Also, ja. Einerseits muss ich auch sagen natürlich, dass ich ein großer Fan von Elefanten bin. Also schon seit meiner Kindheit mag ich Elefanten. Auf dem Bild sehen Sie einen indischen Elefanten. Das erkennt man an dem kleinen Ohr, der gerade mit seinem gigantischen Rüssel tapfer die feindseligen Tiger abwehrt. Auf dem nächsten Bild sehen Sie wiederum einen Elefanten und dieser Elefant steht im Raum. Man kann ihn schwer erkennen aufgrund seiner cleveren Camouflage. Und ja, also da ist der Elefant. Und Sie kennen ja sicherlich das sprichwörtliche Bild, oder Sie kennen das Bild im Elefant im Raum. Also wenn man sagt, na, es steht ein Elefant im Raum, ist es also ein Problem, das jeder kennt, über das man aber eigentlich nicht so spricht. Also irgendwie ein Problem, das im Raum steht oder das da ist, aber das man nicht so wirklich angeht. Und von diesen Problemen gibt es eben auch sehr, sehr viele in der Wissenschaft, also von diesen Elefanten im Raum. Und ich glaube, dass sehr viele dieser Probleme auch damit zu tun haben, dass wir in der Wissenschaft es noch nicht so ganz schaffen, also die Digitalisierung für uns zu nutzen. Und damit würde ich auch wieder ein bisschen den Bogen schlagen zu dem, was wir hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft machen. Und das ist auch ein bisschen komisch, denn eigentlich wurde ja das Internet, also hier sehen Sie eine Karte vom ARPANET, also sozusagen der erste Vorgänger vom Internet, und eigentlich wurde das Internet ja erfunden von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Da gab es so ein bisschen einen militärischen Flair noch dazu, aber eigentlich ist es eine Infrastruktur von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Und während eigentlich so das Internet und die Digitalisierung sehr viel unseres täglichen Lebens verändert hat, also wie wir unsere Restaurants aussuchen, wie wir unser Essen bestellen, wie wir Filme schauen, wie wir lieben, wie wir kommunizieren, hat es eigentlich die Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, aber vor allen Dingen, wie wir Wissenschaft kommunizieren, relativ wenig verändert. Ich möchte es mal an einem Beispiel zum Ausdruck bringen, also der wissenschaftliche Fachartikel. Der wissenschaftliche Fachartikel ist eigentlich so ein Produkt, das haben wir ungefähr seit dem 18. Jahrhundert. Das ist quasi das erste wissenschaftliche Journal, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Es gibt auch noch eins in Paris, da wird ein bisschen gestritten, was er da war. Aber auf jeden Fall haben wir ungefähr seit mehreren hundert Jahren sozusagen ein journalbasiertes System. Und ungefähr seit dieser Zeit ist auch die Art und Weise, wie wir Wissenschaft kommunizieren, relativ ähnlich. Also wir forschen, 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 forschen und dann publizieren wir. Und das ist schön. Und dann forschen, 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 forschen wir wieder und dann publizieren wir. Und das führt zu dieser eigenartigen Situation, dass wir quasi den Artikel sozusagen als das Maß und als quasi das Medium für uns entdeckt haben oder immer noch für uns benutzen, um Wissenschaft zu kommunizieren. Und das führt aber auch zu dieser, oder auch wenn man quasi wissenschaftliche Karriere machen will, also wissenschaftliche Pfade, sozusagen, wie kommt man an Fördergelder, wie bekommt man eine Professur, das hängt irgendwie sehr, sehr stark davon ab, quasi wie viel und wo man publiziert hat. Und es führt aber auch zu dieser eigenartigen Situation, dass wir dem wissenschaftlichen Artikel so viel Gehalt geben und quasi auch so viel davon produzieren, dass der wissenschaftliche Output gemessen an Artikeln sich alle neun Jahre verdoppelt. Und insbesondere so in den letzten 50 Jahren, ne, das kann man hier sehen, das ist eine Studie von Bornmann und Mutz, die haben sich sozusagen so verschiedene Publikationsdatenbanken angeschaut und geschaut, wie sich so die Entwicklung quasi am Output verändert hat. Und vor allen Dingen in den letzten 50 Jahren können wir erkennen, dass wir so einen krassen Anstieg haben. So, und jetzt könnte man sagen, warum regt sich der Typ so auf? Ist ja eigentlich ganz nett, dass die Wissenschaft funktioniert und dass die Leute produktiv sind und dass die arbeiten, aber es gibt ein weiteres Problem. Wer soll das alles lesen? Ich muss da nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn um zu messen, wie wichtig ein Artikel ist, beziehungsweise welche Bedeutung ein Artikel hat, oder zumindest wie bedeutend ein Forscher ist oder wie bedeutend ein Journalist, macht man Zitationen. Also man schaut quasi, wie häufig wurde ein Artikel zitiert. Wenn also quasi ich den Artikel von dir beispielsweise zitiere, dann ist eine Zitation, das kann gezählt werden und darüber werden dann irgendwelche Indexe gebaut, um sozusagen eine Bedeutung auszudrücken. Und wenn das passiert, ist das schön. Wie viele Artikel aus den sozialen und Wirtschaftswissenschaften, ich habe die Disziplin jetzt mal random genommen, wie viele Artikel aus den sozialen und Wirtschaftswissenschaften glauben Sie, dass die kein einziges Mal zitiert werden? Es gibt auch was zu gewinnen. Ja? 90%, was haben wir noch? Ja? 98. 98?
Wenn wir meinetwegen die nicht begutachten noch mit aufzählen würden, dann wären es vielleicht sogar 80, 90, wie Sie schon gesagt hatten. Aber es sind tatsächlich 32%, also fast jeder dritte Artikel in den Wirtschaftswissenschaften, sozialen Wirtschaftswissenschaften, der nie zitiert wird. Und Sie können dann auch in den Naturwissenschaften schauen, das sind es auch 25%, in den Geistes- und Kulturwissenschaften sind es 80%. Da wiederum, die publizieren ganz anders und haben eine andere Art und Weise zu kommunizieren. Die machen das mehr mit Büchern und weniger zitieren. Aber trotzdem, ein Drittel der Artikel, die wir sozusagen publizieren, werden kein einziges Mal gelesen. Die haben also weder einen disziplinären Impact noch quasi einen Impact innerhalb der Wissenschaft, also quasi über die Disziplin hinaus, und haben natürlich innerhalb der Gesellschaft keinerlei Bedeutung. Also man könnte da so ein bisschen von so Milchseen und Fleischbergen sprechen, und ich glaube, das ist ein tatsächlicher Elefant. Denn wenn wir quasi überlegen, wie man in der digitalen Zeitalter kommuniziert und wie man Informationen aufnimmt und wie man eigentlich informiert bleibt, schaffen wir es nicht, diese Kanäle zu bedienen. Und wir schaffen es nicht innerwissenschaftlich, weil wir quasi einen Fokus haben zu sehr auf Artikel. Wir beachten zum Beispiel nicht alternative Produkte wie zum Beispiel Daten, aber auch Software. Und wir schaffen es nicht außerwissenschaftlich, weil wir quasi denken, dass unsere Artikel auch von Leuten außerhalb der Wissenschaft gelesen werden. Das passiert natürlich nicht. Also wir müssen uns sozusagen neue Formate überlegen, wir müssen uns neue Produkte überlegen, wir müssen uns neue Infrastrukturen überlegen, wie wir Wissenschaft an den Mann bringen. Und das ist sozusagen eines dieser Schwerpunkte oder eines der Themen, die wir am Forschungsprogramm behandeln. Und weil wir nicht nur quasi preachen wollen without practice, haben wir auch quasi einen kleinen Aufschlag selbst gemacht. Also wir haben auch ein kleines Blog-Journal, nennen wir das, eine Plattform, auf denen wir eben diese Probleme der Wissenschaftspolitik und auch des Wissenschaftsmanagements beziehungsweise die Art und Weise, wie Wissenschaft sich mit der Digitalisierung verändert oder verändern sollte, haben wir eine Plattform geschaffen, die heißt Elephant in the Lab. Und da können Sie gerne mal drauf schauen, weil da steht noch viel mehr über diese Thematik. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.